Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten und vielleicht gerade auf Tatooine festsitzen, mit einer Düne schlafen oder auf einer Düne schlafen, einem spannenden Rennen zuschauen, da meldet sich der Frosch im Hals. Oder einfach nur mit den lieblichen kleinen Sandwürmern baden. Mit einer Düne schlafen. Mit einer Düne schlafen. Oh Gott. Ihr hättet auch Gefühle. Ja, davon gehe ich aus. Na, wir schon. Steigen, oh Wunder, oh Freud, genau an der Stelle ein, wo wir das letzte Mal ausgestiegen sind. Wir invasieren Tatooine. Pass auf, wie invasieren. Genau das da. Jetzt. Da pass auf, da kommt die Spritzen. Gegen die Kuss. Die Spritzen. Freiliebe, Kuss. Oder so. Es war ja ein Mörderwuchtel. Ich weiß, der war ja Wahnsinn. Der kriegt gleich fies und rennt für sich selber davor, weil er sich selbst zu schier findet. Und sie geniert. Geniert. Und sich geniert, gendert. Geniert. Ja, genau. Geniert. Ja, nein, klar, nein, das müssen wir auch sagen. Gut, Mos Eisley. Der ist männlich als auch weiblich. Wer, ja? Alle. Na gut, gehen wir es wieder mal an. Ich habe jetzt, also es ist jetzt gerade eine neue Session. Genau, es ist eine neue Session. Was haben wir für ein Datum? 5. Genau, 5. es ist immer noch die... Ja, für 5. Jänner. Es ist immer noch die Weihnachts- der Jahreszeit, nur dieses Mal auf der anderen Seiten. Hoffentlich war euch ein Jahresrutsch besser als meine erste Partie da. Oder meine erste Partie, mein erstes Leben. Man muss sich ja ein bisschen einspülen. Erst. Während du da gleich mal Vollgas gibst, bin ich da mal kurz so gemütlich. Ich seh dich! Alter. Ich gebe dir Unterstützung. Ich gebe dir Unterstützung. Ich gebe dir Rückendeckung. Eigentlich nicht. Gut, ah, jetzt lockt er wieder nach. Dann tut das. Wie war das nochmal gleich mit dem Anbasen auf Viereck? Ja. Den habe ich jetzt auf Freestyle-Handrad. Immer stolz drauf. Und einer. Genau. Ich habe mich eigentlich ein bisschen verwundert von wegen... Hallo! Boah! Von wegen, dass diese Superkampfdroiden, die allgemeinen sind, also die Standardtruppen bei Episode 1 sind ja eher die Scharfschützen da, diese mit dem länglichen Kopf da. Ah, Episode 1. Schöne Erinnerungen aus Kindheit. Episode 1. Wie alt warst du da, wie das rausgekommen ist? Der Alter war es mir eigentlich schon. Eigentlich nicht, weil sich das Video noch keiner angeschaut hat. Das war irgendwo in Legends, ich glaube die... Ah, ich denke, die ganze der 12. Part oder irgend sowas. Und der hat bis jetzt da keinen Aufruf. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, im Fernsehprogramm, wenn man rennt, steht er immer mit 1999 dabei. Zu dem Zeitpunkt war ich 8. Na, oder? Und damals hat es dann noch gegeben auf VHS. Bist du wahnsinnig, ich kann mich erinnern. Also ich stimme gerade ein bisschen Boccia da, aber das macht nichts. Wir haben eher einen gewissen Vorsprung. Das war die lange Pause jetzt irgendwie. Die lange Pause, genau. Die letzte Partie war ja erst letztes Jahr. Ja, der war voriges Jahr war das. Das ist ja... Da war ein Kommandation. Das ist ja schon. Ach Gott. Wir sehen uns. Und zwar in der Hölle! Und zwar in der Hölle. Nacken! Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet gehabt, ja? Erzähl mal, was? Mein lieber Rockmeister, Star Wars 8. Ja, voll. Ich habe mir mittlerweile jetzt auch gesehen, gestern. Hat das mir ein bisschen länger gedauert als beim letzten Teil. Bis ins Kino gecruised bin, war wieder mit meinem Papa unterwegs. Gibt's ja nicht. Ja, doch. Du bist hässlich.
Und also ich bin komplett, aber voll komplett, also wirklich begeisternd. Also mir das... Ich bin komplett begeistert. Also Leute, die mich kennen oder auch nicht, wissen, dass 2017 einer meiner Lieblingsfilme rausgekommen ist, nämlich Guardians of the Galaxy 2. Und ich habe gestern aus dem Kino mittlerweile, nein, ich stehe noch immer dahinter, weil wenn man immer noch im Kino rauskommt, ist man immer noch so ein bisschen mehr gehypt, als was der Film eigentlich vielleicht war. Ich finde bei mir, der Film, so wie er gestern auf mich gewirkt hat, ist mit Guardians 2 zum Vergleich. Also bei mir auf einer Wellenlänge. Auf einer Wellenlänge kannst du sagen. Würden Sie mal schießen? Okay. Also an dieser haben Stelle... Haben wir eigentlich eh fast alle. Schauen wir alle, oder? Einer Viertel. Ein Posten. Gehen wir nach Osten. Ja, was wird denn die Schwierigkeitsgrad genau? Ich kämpfe da... Umstellen. Da kennt man es ja fast... Da kennt man die Toaster ja fast Latte. Ja, die haben auch Feelings. Irgendwann stirbst. Die kennt man immer noch Latte. Ja, wobei, auf dem Schwierigkeitsgrad jetzt momentan bin ich ganz zufrieden, weil ich da mal gerade ein bisschen schwör, aber es geht. Gerade bei dem Spiel kann man sich jetzt ja gerade wieder am Reinfinden und bin wieder dabei, es zu lieben. Bei dem Spiel kann man sich von der Schwierigkeit her fragen, was sich ändert von dem ersten zu schwierig. Ob die KI ein bisschen intelligenter vorgeht und mehr Figuren, also mehr Gegner gleichzeitig im Spielfeld sind oder so. Oder ob vielleicht nur die Waffen schneller überhitzen. Keine Ahnung. Alles gute Frage. Da ist ja gar keiner cool. Gehen wir auf den letzten Roten dazu. Bist du am Weg zum letzten Posten? Ja, ich geh grad an. Gut, dann geh ich da rein und mach's dann so. Auf die Nummer 6. Ja, wo seid ihr denn? Ich hab den. Na, wo ist er? Die Droids. Wo sind die Droids? Wo sind denn alle? Jemand zu Hause, ey. Heila. Na kurz. Die auf die Dachlinge sind meistens immer nur bei... Ja, auf die Dachlinge wird das ja... Das ist ein bisschen schwer. Weil die sind Laserkanonen. Ich renne auch nochmal dumm. Ich renne auch nochmal dumm. Sagst du jetzt? Nein, der Kommandopost wird gerade ab. Die wurde gerade angegriffen. Wurde angegriffen, genau. So die letzten 5 Sekunden so ein Swampapapapa vom Our Life. Gut, ich bin gespannt, wie viel ich erledigt habe. Gestorben bin ich nicht oft, also nicht so oft, aber ich habe nicht sehr viel angeschossen. Ich glaube, ich habe geschossen. Mir hat es schon ein paar Mal erwischt jetzt. Ja, du hast damit mehr. Einer 5 Mal, okay. Hat sich 11 dann angefühlt. Ich habe 11 gekillt und bin 3-mal gestorben. Ich bin schon wieder Staatsfeind. Das ist besser, als was ich mir gedacht hätte. Na dann. Das ist ja faszinierend. Faszinierend. Ja. Das waren wunderschöne erste 9 Minuten in diesem Video. Unsere zweite Aufnahmesession für die erste Runden-Galaxis-Eroberung hier in dieser Playlist. Das ist die erste Aufnahmesession 2018. Allerdings. Bitte deppert. Allerdings. Magst du Star Wars? Okay, cool. Heißt jetzt nicht besser gespeichert, nur deine. Habe ich aber wohl. Ja, dann muss ja passt schon. 9 zu 4. Na gut, dann erwarten wir den Gegenzug.
Und er greift uns an. Ja, er greift uns an. Inselweltraum. Na, das wird was werden. Ja, wir sind der deutschen Sprache mächtig. Wie? Und wir beherrschen sie. Was? 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 7? Ja. Und wie habt ihr Silvester verbracht? Ich meine, wenn das der erste Mensch sie anschaut, dann ist wahrscheinlich 2029. Oder 30. Und wie habt ihr euer Silvester verbracht? Wart ihr zu Hause? Wart ihr unterwegs? Habt ihr euch mit Bekannten und Freunden getroffen? Wart ihr alleine? Oder zu zweit oder zu dritt? Das sind die Fragen, die mich beschäftigen. Warst du denn alleine? Ich war nicht, ich bin nie alleine. Genau, man ist einsam, aber nie alleine, oder wie ist das? Genau. Wie geht der Spiel? Ich hab ein bisschen vergessen. Ah, okay. Geh mir aus. Hast du nicht vergessen? Juhu. Das heißt, was ich da mache, ist korrekt. Du hast drauf herumballern? Ja. Passt. Du kannst natürlich erlauben, den Generator live hinten zu stellen. Wie tut man Raketen gar machen? Oder Bomben, je nachdem, also die speziellen L1. Danke. Genau, R1-System ist die. R1 ist die Sekundärwaffe. Das ist eine, Dankeschön, dass mir das Wörtchen noch einfällt. Ich habe jetzt einen V-Flügler. Ja, ich auch. Gehe ich jetzt da in... Der ist gerade reingeflogen in meinen... Jetzt sind wir beide die coolsten... Bomber. Ach, nein, jetzt sind wir beide die coolsten... Kinder und Disney Channel. Wenn man das überlegt. Die coolsten Kinder und Disney Channel. Ja. Am Disney... Ah, voll, das war der mit oben fliegt. Geht was? Hallo. Das gefundene Silvester in unserer großen Firmenparty war sehr ansprechend und voller erschreckender Enthüllungen. Oder? Ja, der Fregatte wurde zerstört. Und ja, war ein schöner, netter Jahreswechsel. Finde ich auch. Komplett mit Mundl, selbstverständlich. Ja, sicher. Papa, was ist denn das? Ein Stadler. Man muss auch dazu sagen, wir haben uns zu Silvester gesehen. Also. Ja, genau. Sag ich bei der Firmenfeier. Die Firmenfeier war ganz schön. Die Handbuffen von dem Kelder, ja, vom Pilot. K-Automatik. Das heißt Automatik. Da muss man immer eher ernst drücken, dass er schießt. Ja, sicher. Du musst beim Klon, ja, das, der Klon-Gruppe auch. Das ist schon wieder so lange her. Ich will wenigstens... Was hast du vorher dann gerade gemacht? Ich will wenigstens einen Hansel... Der Automatik? Nein, umbringen. Achso. Ein bisschen bescheidener. Ja. Ihre Schilder wurden deaktiviert. Aber die sind so schnell. So schnell? Ja. Und dann rennen sie ins Outer Rim. Wie geht's eigentlich in Manfred? Ich bin ein Wahnsinn. Manfred hat letzte Woche, also er selber hat Silvester nicht so hübsch verbracht. Oh je, davor. Und wie man sieht, ist er jetzt auch gerade wieder sehr gestresst, weil man alleine in einer feindlichen Basis ist nicht so cool in einem Kreuzer. Und er war zu Silvester alleine, er hat Ausgang gehabt, er dürfen. ja. Aber er wollte dort haben. Aber. Scheiße. Aber. Also um es kurz und knackig zu machen, seine galaktische Katze ist gestorben. Seine galaktische Katze ist gestorben. Katze mit zwei Beinen oder vier? 13.
Das ist eine Glückskatze. Chinesische galaktische Glückskatze. Genau. Und ja, es ist irgendwie verständlich und auch wenn es jetzt da alle sagen, ne Gebiete, aber ein bisschen Mitgefühl ist da schon angebracht. Also das war nicht cool. Oder ein Detlef gesehen zu Silvester. Er hat, glaube ich, schon ein Detlef gesehen, oder? Was, voll, wie hat ein Detlef überhaupt Silvester verbraucht? Ich habe schon gar nicht in meinem Kopf, was seine Geschichte genau war, weil ich glaube, er hat nur gesagt, dass er Liebeskummer hat, oder? Ja, oder war das nicht? Oder genau, dann hat er... das war ich und du. Dann hat er eine schöne Offizierin auf seinem Raumkreuzer kennengelernt und die hat ihn schon lieb. Da ist gegangen zwischen den zwei. Genauso wie bei der Cola-Werbung, das Leben, wie es sein sollte. Achso, ich glaub, wenn es zu lang bleibt, ist die Kohlensäure draußen. Na, das sei jetzt gerade schön, gell? Du stirbst, Mama. Lass dir fast ein bisschen die Frage aufkommen, ob der Rockmeister Cola trinkt. Eigentlich, also ganz, ganz selten. Oder präziser formuliert, ob er es in nicht-alkoholischen Mischverhältnissen auch trinkt. Nein, das nicht. Also prinzipiell nicht. Hast du da jetzt auch mitgeholfen gerade? Ich habe gerade die Kommunikationsanlage vernichtet. Cool. Vernichtet. Ich habe auch mitgeholfen. Ich war auch wichtig. Ich wollte es nur sagen. Erst bitte, wer schießt denn da die ganze Zeit auf mich? Das ist nicht sehr nett, was die da aufführen. Ich schaue es gar nicht. Da würde ich auch meinen. Dein Transporter. Lone Marine. Ich weiß nicht, einer. Ich weiß nicht, wieder. Komm. Jawohl. Unsere Brücke wurde zerstört. Passiert? Shit happens. Unsere Lebenserhaltungssysteme wurden zerstört. Das wäre jetzt der größte wahnsinnige Schrotthaufen. Das gibt's ja gar nicht. Ich und kämpfe wie ein Schrott. Okay. Da 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 da. Stell dich und kämpfe wie ein Schrott drauf. Wie ein Schrott. Das ist aber jetzt nicht sehr nett gewesen für dich. Ja, bekommen wir das. Wer da noch haben oder so? Ja, ist. Jetzt. Der soll mal überlegen, was da in Distanz mit seinem blöden Quer. Cheers. Aber ich habe ihn zuerst gemordet. Der möchte dich zu einem Kaffee einladen. Ja, genau. Ist da noch Platz für mich? Für was willst du jetzt? Darf ich da auch rein? In den Kreuzer der Handelsföderation. Na gut. Gut, die Triebwerke sind schon weg, sehe ich das richtig? Noch einmal schießt der Raumschiff auf. Also die kleinen. Ich glaube schon, oder? Hübsch. Ja, hübsch. Na komm. Nein, du lachst jetzt aber wie eine Hexe, ist ja schon gruselig. Du bleibst der Nächste, wenn ich bitten darf. Darfst du nicht.
Das ist irgendwie so herrlich, dass man bei so Shooter, das ist immer wieder eine schöne Abwechslung im Vergleich zu Strategiespielen, dass man mal nicht nachdenken muss. Ich wollte ja gerade sagen, du musst ja gar nicht mit dem Spielen, musst du ja ein bisschen komisch werden. Und immer nur nachdenken. Ja, bei Legends hat man es manches Mal vielleicht schon ein bisschen gesehen. Ich habe für das meine Jump'n'Runs. Jump'n'Runs, ja, stimmt. Auch mit ein paar so Sachen, die wir bis jetzt schon gemacht haben in den gefundenen Games, noch nicht so viel Erfahrung gehabt habe bis jetzt, ist Crash Bash eigentlich ganz nett. Das ist ja kein Jump'n'Run. Crash Bandicoot. Ja, bitte. Vielen Dank. Für die Blume. Wenn du möchtest, können wir das auch einmal auf der PlayStation 4 spielen. Dann siehst du es remastered. Hast du? Das, ne, ich glaube, liegt sogar da drin. Irgendwann habe ich es einmal geschafft, eine Zeitbombe auf einen Bomber zu legen, irgendwo oben drauf. Der ist dann damit weggeflogen. Echt? Ja. So, der Countdown tickt runter, so bei, glaube 3 Sekunden oder was, ist er abgedampft. Ja. Und dann hat er ganz blöd geschaut. Victory! Ich bin jetzt gespannt, wie viele Punkte ich erreicht habe. Bist du deppert? Ich bin gar nicht geschlagen. Geil. Ich habe 11 Punkte. Ja. Ich habe 11 Punkte. Ja, aber die sind auch wohl verdient, das muss man auch sagen. Ja. Ja. Und wir laden. Gut, dann machen wir nochmal einen Speicherer. Ja, dann mal checken, wenn wir schon von Crash Bandicoot gekriegt haben. Checken dann. Übrigens zu finden in die gefundenen Games noch bei Werbung. Genau, schau. In eigener Sache. Ja, wenn ich fahre, das schaut es vorbei, gell? Da. Dankeschön. Ich wollte aber speichern. Ja, super gemacht. Gut, da hätten wir Geonosis als nächstes in der Reise. Geonosis! Das haben wir im ersten Part ein wenig verkackt und deswegen würde ich sagen, steigen wir damit an der nächsten Stelle wieder ein. Das eignet sich gut für... Das war die Welt mit die rostrote Welt mit diesen riesen Kampfdroiden da. Ah, das war cool. Also, ja, habe ich lustig in Erinnerung. Passt, das heißt, an dieser Stelle beenden wir, aber ihr müsst nicht traurig sein, wir kommen ja wieder, bald sind wir wieder hier. Das war jetzt zu lang, als dass es ja von A-Bären ausgeht. A-Bären? Ja. Also von bisher heißt das nicht so. Ich kann mich erinnern, dass das so war. Ja, reinschauen. Genau. Na gut, an dieser Stelle möchten wir uns ausziehen mit unserem T-Shirt in der Hand, welches weiß ist, aber wir kapitulieren noch nicht. Bist du wahnsinnig? Heute hängt's, aber wurscht. Was wir sagen wollen, Viertank. Grüß euch. Und Tüdelü.